Leogang in Salzburg. Bekannt für ihre atemberaubende Berglandschaft und vielfältige Aktivitäten. Mitten in dieser idyllischen Umgebung befindet sich das naturnahe Hotel Paradies. Ursprünglich als Embachhof bekannt, wurde es 1347 erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1845 ist der Hof im Besitz der Familie Martreiter. Heute, fast 200 Jahre später, ist es ein Naturressort, das sich den Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz verschrieben hat. Das Ressort erstreckt sich über eine Fläche von beeindruckenden 300.000 Quadratmetern. In einem Hotel wie diesem hilft die ganze Familie zusammen. Mein Bruder Michael und ich führen gemeinsam den Betrieb, das Paradies. Zum Glück ist seine Welt der kaufmännische Bereich und den übernimmt er perfekt. Meine Eltern, die Sissi, ist ca. 365 Tage im Jahr unterwegs und kümmert sich um die ganze Deko, um die Blumen, um die Sträucher, um die Gärten. Wir haben über 17 Hochbeete, die zu versorgen sind. Und die Mama, die trifft man eigentlich den ganzen Tag an. Wir müssen es meistens bremsen, dass er irgendwann mal wieder heimgeht und da mal ein bisschen eine Pause macht. Der Papa betreut hier bei uns größtenteils die Landwirtschaft, die mit angeschlossen ist bei uns. Wir haben einen wunderschönen Biobauernhof noch mit dabei, den wir zu 100% alles selbst betreuen. Und der Papa ist nicht nur für die Tiere da, für die großen Tiere, auch für die kleinen Tiere, für die Wiesen, für die ganzen Wälder, ob es die Zäune sind. Wir haben eine nahegelegene, wunderschöne Alm, da ist immer viel zu tun, gehört auch bewirtschaftet. Papa ist mit allem, was er tut, mit unvorstellbar viel Herzblut dabei. Und natürlich, am Papa sieht man jeden Tag auch bei den Gästen. Er ist ein Gastgeber. Ja. Da sind wir stolz drauf, dass wir die haben. Und ich, für meinen Teil, ich kümmere mich ja, um die ganze technischen Geschichten, die ganze Haustechnik, alles was Heizung, die Klimalüftung, Sanitär betrifft. Bin viel im Restaurant, bearbeite Mitarbeiter anzutreffen, gemeinsam mit unserem Housekeeping-Team und unseren Haustechniker, was wir da haben, sind wir eigentlich tagtäglich unterwegs und versuchen, nicht nur instand zu halten, sondern es auch wirklich immer schöner und besser zu machen, um das Paradies unseren Gästen präsentieren zu können, ja, von seiner schönsten Seite. Familie Martreiter versucht, allen Wünschen so gut es geht nachzukommen. Mit den 76 Zimmern und Suiten, 14 Chalets, dem gemütlichen Spa-Bereich, einer Kaminlounge, dem Fitnessstudio, dem Yoga-Atelier sowie Ruhe- und Kuschelkojen bis hin zum Fine-Dining-Restaurant und dem großen Badeteich fühlt man sich hier wahrlich wie im Paradies. Ich bin mir sicher, wenn man auf Urlaub fährt in die Berge, in eine Region wie bei uns, dann sollte das wie so eine zweite Heimat sein. Da sollte dann nichts fehlen. Und das geht ja schon los bei der Anreise, wenn der Gast mit seinem Elektroauto anreist, und das werden immer mehr, dass er einen sicheren Parkplatz hat, dass er sich um das Thema Laden keine Sorgen machen muss. Das muss reibungslos funktionieren. Wie ein Check-in in ein Hotel, so muss das mit dem Laden auch sein. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG beliefert hierfür das Hotel mit sauberem grünem Strom. 100% CO2-neutral. Auch eine maßgeschneiderte Beratung rund um energieeffiziente Maßnahmen ist selbstverständlich. Und das bringt nicht nur ökologische, sondern vor allem auch ökonomische Vorteile. Also Tourismusbetriebe und Hoteliers haben in den letzten Jahren massive Fortschritte im Bereich der Dekarbonisierung gemacht. Sie investieren zunehmend eben in nachhaltige Energien. Und es ist eben, glaube ich, auf drei Punkte ganz wesentlich zu beschränken. Es geht um energiesparende Maßnahmen, es geht um Energieeffizienz und es geht um erneuerbare Energien. Und wenn wir gleich bei dem Bereich der erneuerbaren Energien bleiben, das heißt, es ist zu beobachten, dass immer mehr natürlich in Solar- und Geothermie investieren, um da auch den ökologischen Fußabdruck zu verringern, um Kosten einzusparen und nachhaltige Energie zu erzeugen. Energieeffizient ist vor allem bei solchen großen Tourismusbetrieben von immenser Bedeutung. Das heißt, auch die Umstellung auf LED, auf intelligente Klimasysteme ist ein wesentlicher Kostenfaktor. Es ist natürlich auch zu beachten und vor allem auch bei Betrieben, wo vielleicht die Gebäudehülle schon in die Jahre gekommen ist, dass eine moderne Gebäudetechnik oder Isolierung einen wesentlichen Faktor für die Kosteneinsparung darstellt. Das heißt, das Gesamtpaket dieser drei Produkte liefert Energieeffizienzmaßnahmen, liefert erneuerbare Energien, liefert am Ende des Tages eine Kosteneinsparung und ist eine Win-Win-Situation für die ganzen Betriebe und natürlich auch für die Kunden, die in ein ökologisches und nachhaltiges Hotel Urlaub machen können.
Ja, wir haben schon vor einigen Jahren das österreichische Umweltzeichen und das europäische Umweltzeichen Ecolabel erhalten. Und natürlich sind wir auch im Besitz des Salzburger Umweltblattes. Ja, was bedeutet das, wenn man Dinge richtig verwendet und nicht nur wegschmeißt und darauf achtet? Das geht los beim Müll, beim Recycling, beim Trennen. Das geht Nachhaltigkeit, das geht los beim Einkauf in der Küche. Wenn ich regional kaufe, produziere ich automatisch weniger CO2. Ist automatisch weniger Müll vorhanden, habe ich automatisch eine bessere Qualität, einen besseren Geschmack. Es schaut schöner aus. Ja, um diese ganzen Auszeichnungen zu erhalten, war natürlich viel zu tun. Das war natürlich eine Herausforderung. Es war einiges umzustellen. Ich will nicht sagen, wir haben alles schlecht gemacht oder falsch gemacht, aber es gab halt noch vieles, das man richtiger und besser machen kann, nachhaltiger machen kann. Und wenn man als Familie dahinter ist und das auch seinen Mitarbeitern richtig erklärt, dann haben alle Freude dran, weil es macht es einfacher. Für die zahlreichen Auszeichnungen wurden natürlich auch viele Maßnahmen umgesetzt. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz stehen hier ganz klar im Fokus. Das Puratis hat mehrere Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit umgesetzt. Das betrifft zum einen, also wir beliefern das Puratis mit 100% sauberen und grünen Strom, CO2-neutral. Wir haben auch beim Puratis eben Wallboxen vor kurzem installiert. Das heißt, waren da auch bei der Entwicklung dabei, bei der Beratung, bei der Umsetzung, haben da umfassendes Dienstleistungsangebot auch umgesetzt. Das heißt, auch hier ist es der Vorteil, dass der Kunde eben bequem und nachhaltig direkt beim Puratis laden kann. Das Strom, Internetprodukte, Wallboxen, alles aus einer Hand, alles aus der Salzburger AG. Ja, was Nachhaltigkeit bei uns im Haus betrifft, wir haben zum Beispiel unsere angeschlossene Biolandwirtschaft, die wir schon seit eh und jeher betreiben, immer schon in Bio. Wir machen das nicht nur für unsere Gäste, weil es schön ist, wir machen es nicht nur für uns, weil es ein toller Ausgleich ist, sondern alles, was da produziert wird, das landet auch wirklich zu 100% dann wieder bei uns in der Hotelküche und am Ende des Tages natürlich auch am Teller des Gastes. Was gibt es Schöneres, Nachhaltigeres, als wenn die Gäste in der Früh ins Steuer runtergehen, holen sich das eigene Ei, bringen es zur Rezeption, wird beschriftet mit dem Namen und dem Datum und am nächsten Tag in der Früh kann das Kind dann sein Spiegelei essen. Effizienz, also wir haben viel Waldungen rundherum um unser Gebiet, auch schöne Almen. Und wir hatten letztes Jahr zum Beispiel hatten wir einen sehr, sehr großen Windschlag und da wurde nicht nur das Holz dann rausgeholt aus dem Wald, sondern auch das ganze Energieholz, was übrig geblieben worden ist, wird jetzt gerade aktuell abgeholt, verliefert und wird gehackt und geht dann wieder retour zurück ins Biomasse-Heizkraftwerk, wo wir Miteigentümer sind. Und ich glaube, das ist ein toller Kreislauf. Das ist gelegen an der Asitzbahn, an der Talstation. Und von dort aus sind wir 10 Großbetriebe oder 10 größere Betriebe, die direkt angeschlossen sind. Und Effizienz wegen sind so gut wie alle privaten Häuser, die direkt am Verlauf der Leitungen sind, auch mit angeschlossen. Weil ich eingangs gesagt habe, die Mama kümmert sich um unsere Gärten und Blumen. Wir haben ja, ich glaube, über 17 Hochbeete und da wachsen Kräuter und Gemüse und noch und nöcher. Mal mehr, mal weniger, aber die sind immer gut abgeschnippelt. Also da wird wirklich das wird genutzt von der Küche, es wird konsumiert und nicht nur von unseren Mitarbeitern für die Gäste, sondern die Gäste selber auch. Das ist dann so im Hochsommer, wenn alles gedeiht, wird da gelabt. Das ist schön. Und da sieht man auch die Gäste, da geht dann einmal das Herz auf, das sieht man in die Augen. Ja. Aber nicht nur die Gäste des Hotels kommen hier voll auf ihre Kosten. Mit dem eigenen Elektrofuhrpark versucht man auch die Wünsche und Bedürfnisse der MitarbeiterInnen abzudecken. Unter anderem haben wir kleine Autos für unsere Mitarbeiter, die dann
sich die Autos gegenseitig tauschen können, wenn sie mal abends heimfahren nach dem Dienst und dann wird das übergeben an den nächsten Mitarbeiter. Sie sind sehr fleißig, immer geputzt, immer geladen, das ist uns wichtig. Da freut sich auch der Nächste, wird ganz brav auch ein Fahrtenbuch geführt. Dann haben wir zwei größere Elektroautos noch, wo dann Fahrgemeinschaften gebildet werden. Das ist zum Beispiel beim Housekeeping, die kommen ja schon um 5:30 in der Früh. Und die fahren halt dann zu 5 mit einem Auto her und wenn sie fertig sind, dann fahren sie alle wieder mit nach Hause. Dann können ihre privaten Autos schön daheim stehen bleiben und geladen wird natürlich dann bei uns an einer unserer vielen Ladestellen. Das Paradies in Leogang, eine nachhaltige Naturoase mit hohen Umweltstandards und viel Engagement für ökologische Praktiken. Um hier wirklich immer am neuesten Stand der Technik zu sein und trotzdem auch auf kostensparende Maßnahmen zu setzen, lohnt es sich vor allem auch für Hotels, sich erfahrene Partner wie die Energieberatung der Salzburg AG zur Seite zu holen. Wir vom Team der Salzburg Energieberatung unterstützen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen, insbesondere Hotels mit unserer Aktion jetzt, weil wir sehen, dass da sehr großes Potenzial herrscht. Wir können dabei unterstützen bei der Errichtung einer PV-Anlage, bei der Umstellung auf Elektromobilität oder E-Ladestationen, bei der Umstellung eines Heizsystems oder auch bei der Gebäudehülle. Bei Themen rund um Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind wir der richtige Ansprechpartner. Das Paradies Naturresort zeigt, wie nachhaltiger Tourismus erfolgreich umgesetzt werden kann. Ein perfektes Beispiel, wie Tradition und Moderne harmonisch Hand in Hand gehen.